Hallo und willkommen zur 12. Battle Skat und Dö mit Eddie. Grüß dich. Hallo Daniel. Wir haben doch in der ersten Serie oder im Intro schon angekündigt, ein bisschen großmäulig. Wir wollen es spielen wie Rocky in seiner besten Zeit über 12 Runden. Ja, und was stellte sich raus? Ja, man stellte sich heraus, dass wir darüber informiert wurden, Rocky ist 15 Runden gegangen und daraufhin. Haben wir natürlich gesagt, was Rocky hinkriegt, das schaffen wir auch. Also, jetzt mal die Runde 12, aber dann haben wir uns überlegt, wir spielen nicht nur noch 3 Runden extra, sondern. Wir spielen 3 mal 36 Spiele und die spielen wir auch noch alle live. Das heißt, alles, was dabei rauskommt, wird auch so hingenommen. Kein Sicherheitsnetz, kein doppelter Boden. Und es ist heute Abend dann soweit, 22 Uhr, 1. Mai, Tanz in den Mai. Das passt zu Eddies Einstellung, der beim Skat auch gerne mal zum Tanz bittet. Ja. Also, wer dann mal ohne Streamverzögerung dabei sein möchte, vielleicht Fragen stellen möchte, direkt Tipps mir mit im Spielverlauf an die Hand geben möchte, heute Abend, 22 Uhr, live auf Twitch. Die 13. Runde, ja, über 36 Spiele, seid dabei. Aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zu viel über die 13. Runde sprechen, nochmal ganz kurz der Zwischenstand nach 11 Runden. Es ist wirklich sehr knapp alles. Du hast einen Vorsprung von 83 Punkten. Wow, ja. Und ich würde mal sagen, den hast du dir mit Disziplin redlich erarbeitet. Ich habe vielleicht manchmal ein bisschen für die Show eine Karte zu viel gereizt oder auch mal einen Gang losgemacht, der sich herausstellte, dass der gar nicht so gut war. Diese kleinen Unschärfen hast du bisher vermieden und so gesehen schauen wir mal, wie sich dieser trotzdem recht zarte Vorsprung im Laufe dieser Liste jetzt entwickelt. Also, gut So Blatt. machen wir es dann. Alles klar. Gut Blatt. Daniel hat gerade so viel über meine Disziplin erzählt. Nein, ich hätte mal zuhören sollen. Eddie, du hast da noch den Sound an, das kommt hier immer so ein bisschen noch rüber. Kannst du Oh, das ist gut. den vielleicht noch gerade kurz ausknipsen? Kannst Ja. gerne noch mal kurz rausgehen hier. Wir warten. Ich weiß gar nicht, eigentlich hatte ich den ausgeschaltet, aber der ist wieder eingeschaltet. So, Listen fortsetzen. Zack. Jawohl. So, ein geschlossenes Herz, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ja. Gut, geht mal los mit Karo König. Der kam ziemlich schnell. Ja, die 9 auch. Der riecht. Ui, ja, Der. gut. Das Spiel ist so schlecht, es gab keine andere Alternative. Ja, wahrscheinlich gegen Trumpf 3-2, die Buben auch noch blank und Karo 2-2 steht er wahrscheinlich sowieso noch auf Sieg. Jetzt ist natürlich noch die Frage: Eine dunkle Lusche trägst du da noch mit dir rum? Könnten wir direkt, da wird auch noch Kreuz Lusche wahrscheinlich sein. Ich drücke ja immer zwei von einer Farbe, weil ich deine Videos alle gelesen Ja, ich versuche das jetzt trotzdem mal, weil manchmal macht man es dann doch ja mal umgekehrt. gesehen. Ja, Natürlich. gut, dann können wir natürlich sagen, da wird wohl Schneider frei. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht beraten, jetzt hier mal direkt mein Ass draufzulegen. Ich hätte jetzt natürlich noch einen Stich später mit dem Trumpf Ass machen können, Überstich auf Kreuz, wenn ich das direkt probiert hätte. Aber Das wäre ja trotzdem nicht gegangen, oder? Ich hätte ja mit dem Bauern anhalten das können. hätte. Beziehungsweise hätte ich jetzt sogar noch hinbekommen. Aber das ist ja in dem Spiel nicht entscheidend. Ich werde mal für einfach gewonnen das Handtuch in den Ring donnern. Ja, das Und waren sehr fahrlässige 18. Deine sind wie immer seriöser. meinst du, wie auch meistens, hast du einen ganz guten Instinkt für die Da Karte. Wenn ich kann hier. man ja zufrieden sein, dass der nur einfach ist. So, und Kreuz Bube nicht gedrückt, das ist gut. Ja, wenn ich irgend so eine Raupenkarte mal 18 habe, dann machst du dich ja auch meistens schon vor der Ansage gerade. Also, Ja. guck mal an, der Eddie wieder 18, du. Ja, diesmal habe ich aus Versehen eine gute gefunden. Ja, der sieht ja fast genauso gut aus wie meiner eben. Aber auch wirklich nur fast. So, jetzt guckst du, ne? Zwei Ich Stiche gucke will nicht. ich. Drei Asse krieg ich. Reicht aber wohl nicht, ne? Komm, Spiel. Du kriegst sogar vier volle. Da hat Daniel wieder präzise den Bauern für Karo Abwurf und war alles gar nicht so wichtig, weil ein Karo war sowieso gedrückt. Genau. So. Nächste Möhre.
Das soll eine Möhre sein. Wen willst du denn damit Wen verschrecken? willst du denn damit verschrecken? Genau. Oh Gott. Eine Möhre habe ich hier, du, zum Anfüttern. Ja, ist mir schon klar, dass du nicht viel hast. Ja, der Respekt gilt vermutlich der Oma, die bekanntermaßen mit ganz schön heftigen Karten im Knick zu sitzen, sich angewöhnt hat. Ich glaube, ich habe hier tatsächlich sogar 1, 2, 3, 4, 5 Spiele sogar theoretisch. Keine Sorge, 0 ist nicht dabei. Den hast du ja schon an deiner Karte annonciert, so ein bisschen. Ich sagte eine Möhre, was ist denn mit einer Möhre für Eine eine Möhre kann alles sein, naja. Müllannonce. Oh, der ist wirklich nicht so gut. Was die Asse wieder bei der Oma? Ich denke nach meinem Blatt, was macht er sich denn da für den Kopf? Aber es sind Ja, aber ich schwindel dich jetzt doch nicht an. nur sechs Trumpf und du hast den Klassiker mit drei Bauern, Ass und dann drei Zwillinge, ne? Kann ich das, sehe ich das so Ja, richtig? und wenn beide Male 24 auf meine Zehner fallen, So, was wirst du denn da wohl gedrückt haben? Sieben Augen Pik vermutlich, ne? Und stehst zweimal auf König 10. Ist das realistisch, dass du ihn so gedrückt hast? 12 plus 24. Ich hatte so gerechnet, 12 plus 24 plus 21, also 14 plus 24 und 21, wenn einmal nicht 24 fallen, geben nur 59. Ich weiß nicht, ob ich mich verrechnet habe, aber Ja, da hast du das stimmt. richtig gerechnet. Jetzt sparst du das eine Auge sogar beim Buben und du hast insofern auch, Zweimal die Damen bei den du Assen, hast genau. sogar zweimal die Dame bei den Assen. Mit anderen Worten, das Spiel können wir so sowieso nicht schlagen. Da machen wir nur 12 und da komme ich ja sogar nur 54. Was für eine Alternative habe ich? Du hast irgendwie 20 gedrückt. Das hast du natürlich auch nicht gemacht. Wenn, dann hast du irgendwie Pik 10 und eine 10 und ein Bild gedrückt. Ich werde das mal so rum dann verproben. Ich sage ja, ich hätte auch Pik spielen können, ich hätte Kreuz, ich hätte Karo, ich hätte alles Mögliche spielen können mit der Karte. So, ich habe jetzt nicht ganz genau aufgepasst, aber das ist, glaube ich, alles egal. So, ich kann jetzt so spielen. Ja gut, dann ist ja klar, doch die 7 gedrückt. Ja gut, ist auch wahrscheinlich auch die logische Drückung. Ne? Du hattest einen einfachen Plan auf 61, jetzt kommst du sogar auf 66, ne? Spielen. Jetzt komme ich jetzt, ja, jetzt kriegst du auf jeden Fall irgendwie ein bisschen weniger, genau. Ja, ganz egal. Keine Abwürfe, keine Tricks. So, ich konnte nicht unterbleiben, ich hatte drei höhere Truppe noch. Das ist schade für mich, schade für mich. Das wäre der Spaß gewesen, wenn du jetzt mit der Trumpflusche aus Versehen auf 60 untergestochen hättest. Da Ja. hätte ich aber nochmal herzlich gelacht. Überleg mal, was das für ein Ansatz war. Da lag also wirklich drei Jungs, ein Ass, zweimal 10 König, sowas in der Richtung. Guck mal, Und jetzt ist also, doch wenigstens mal ein bisschen Musik hier drin. hier ist Musik drin, ja. Oh, den haben wir aber auch schon mal besser gefunden. Aber bestimmt auch schon schlechter. Nein, eigentlich nicht. Dann hätte ich bestimmt gut gefunden. Wenn du schlecht findest, hätte ich gut gefunden. Das ist wahrscheinlich amtlich, ja. Aber da ich ja nicht so hoch gereizt habe, wird die Karte schon relativ in Ordnung stehen. Ha, ha, ha. Peak. Ach du Scheiße, vier dagegen, ich glaube. Und Kreuz, eieieiei. Oh Daniel, was hast du denn hier schon wieder gedrückt bei der Karte? Heidewitzka. So. Heieiei. Im Stock übrigens Karo 7 und König, ne? Ich habe Hab ich doch gesagt, ich hätte super gefunden. eine dunkle brauche ich, dann habe ich ein super stabiles Zwei-Farben-Spiel mit vollen ohne Ende. Und Herz 10 im Keller, jetzt habe ich diesen absoluten Rübenhaufen.
den du durchaus kreativ gedrückt haben kannst, genau. Ich habe über alle möglichen Variationen nachgedacht. Am Ende ist irgendeine dabei rausgekommen. Und Genau. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Überlegen. Am Ende ist irgendeine bei 30er Reizung. Was drückt der Daniel bei 30er Reizung? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er es langweilig macht. So, das ist, irgendwie war das noch nie seine Art. Karo König Lusche oben lassen, Herz 10 und Kreuz Dame drücken. Auf der anderen Seite sind es ja immerhin 5 Volle, die du in der Hand hast. Ne? Gegen Glattstand kann auch alles in Ordnung sein. So. Naja, gut. Ich weiß immer noch nicht, wie ich spiele. Ich spiele erst, fange erst mal irgendwas an, siehste. das war jetzt erstmal schon relativ naheliegend, ne? So. Siehste, das war auch naheliegend. Na, wir haben es dann doch mal wieder so gemacht. Jetzt ist nur noch die Frage, wie erfolgreich das laufen wird, das Spiel. Den wirst du aber haben wollen, ne? Damit wir jetzt gleich mal gucken, welcher jetzt um die Ecke hüpft. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, das war schon klar, dass jetzt Karo Bube kommt. Ja gut, aber ich habe glaube ich 59, ich weiß es nicht genau. Wenn du jetzt 59 hast, dann wäre es allerdings ganz lustig. Na doch, Oh, 60. 60, 60, Ja, 60. Ja. aber den Schönheitspreis gewonnen, definitiv. Naja, wenigstens hatten wir ein bisschen noch Freude. Hattest du das mit 60 ausgerechnet bei Herz 10 blank in der Hand? Nein, Nee, ne? sonst hätte ich doch gesagt, das sind 60. Nein, hatte ich nicht, aber ich habe gedacht, ich spiele erstmal los und wir gucken, wie es so läuft. Ja, nun hatte ich ja. Dann hätte ich ja auch nicht gewonnen, wenn ich Karo König oben habe. Ging ja wohl nicht, ne? Ich meine, mehr als die Herz 10 nach Hause kriegen, ging ja nicht. Und da, um das zu bewirken, Hast du musst jetzt Kreuz Dame gedrückt eigentlich oder Kreuz 10? Kreuz Dame, ja, ne? Kreuz 10 hatte ich im Keller. Ach so. Dann hätte ich ja sogar eben noch Kreuz 9. Ach so, nee. Okay, so. Nee, nee, du machtest jetzt keinen Stich mehr. Aber ich So oder meine, so mache ich keinen Stich mehr. um den Schönheitspreis mit der Herz 10 zu gewinnen, musste ich ja die Karo 7 auch im Blatt halten, sonst wäre ich ja sofort aufgeflogen. Ja, na gut, ging wohl nicht. Nein, aber ich hätte eben doch Kreuz König spielen können im Finale anstatt Karo 9. Dann mache ich doch mit Kreuz 9 noch einen Stich, wenn du Kreuz 10 gedrückt hast, ne? Richtig? Ja, das ist richtig. Statt Karo Falls ich Lusche wirklich Lusche. 59 gezählt hatte, das war schon sehr Statt fahrlässig. Lusche Lusche, hast du denn? Ich habe es jetzt gar nicht. Was hattest du denn da noch? Herz Dame muss ich, glaube ich, noch gehabt haben, gefühlt auf jeden Fall. Gut, wenden wir uns mal wieder den besseren Nachrichten Ein, zu. zweimal offen. Ah, kleine Ablenkungsmanöver. So. Pik kommt auf den Tisch. Na, dann will ich mal mitnehmen, ne? Siehste. Ja, das zeichnet Daniel aus. Ja, aber So kennt nun, man ihn. wir hatten, glaube ich, festgestellt, dass bisher die etwas teureren Blätter vermutlich bei dir sind, gewesen sind nach der Statistik. Ja, Aber gut, aber du hast auch ein paar teure verloren und ich hatte auch so ein komisches Spiel mal verloren. Dieser das. Kreuz zweimal offen, selber verloren auf 59, auf 60, der mit etwas anderer Spielweise irgendwie 61 gewesen wäre. Ja. Naja, wir sind ja kein Kostverächter, das ist klar. So, wollen wir den denn jetzt hier eigentlich offen spielen? Der ist so langweilig. Wie viel Prozent hat der denn? Ist das wieder so ein Spiel? Das eine Spiel 74 Augen, das andere 85 und langweilig, wie neulich Ja, gesagt. langweilig in dem Sinne, der wird sehr stark von der Trumpfverteilung abhängen. Da wird nicht viel dann zu drehen sein. Ich würde den mal verdeckt spielen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Na, guck Na mal. gut.
So schlecht das Gefühl brauchtest du nicht haben. Nee, brauchte ich gar nicht haben. Sitzt alles gut. So, sitzt alles gut. 13, 15, einfach gewonnen. So. Ich habe schon wieder drei Spiele, auch zwei Spiele schon ausgelassen, auf jeden Fall, das weiß ich. Dafür bist du jetzt wieder mit dabei. Ja, aber ich habe nur Spaß gemacht. Erfreulich, erfreulich. Aber Spaß aus Spaß 18? Seit wann machst du Spaß beim Skat? Ja, wenn man Kreuz doppelt offen spielt. Für einen Grand Trau. Hast du auch Grands zweimal offen mit der Karte? Ich habe schon, ich glaube, ich habe in dieser Serie schon mit schwächeren Karten Grand doppelt offen gespielt, aber es ist mir auch nicht gut bekommen. Du kannst dir den jetzt mal angucken, wie der Grand zweimal offen steht gleich. Der wird wahrscheinlich auch wieder nicht gut stehen, aber wenn du das so ankündigst, habe ich fast das Gefühl, einmal sind zwei Bauern und einmal ist Kreuz 10 zu dritt. Ich werde mal Kreuz Lusche spielen, guck mal an. Eine kleine Annonce und zum Glück. So, was machen wir dann? Was hast du? Ich gebe jetzt schon mal auf Spiel einfach gewonnen. Gut, das nehmen wir. Hat er mir nicht gegönnt, mein Spiel. Das Spiel gönnt er mir dann wiederum. Ja, okay, Karo 2-2, das könnte helfen. Ja, Pik 10 gedrückt. Pik 10 hatte ich, glaube ich, sogar gedrückt. Ne? Ja. 4 Trumpf zum Schneider frei. Ist doch auch was wert. Ist doch auch mal was wert, genau. Gut, komm her. Einfach gewonnen. 3 Stiche machen wir. Ein Trumpf, ein Pik. So. Das sind so Schwindelspiele alle. Ach komm. Hätte man es vorher gewusst. Einen sagen so und die anderen ist schon wieder Spiel ausgelassen, jetzt sage ich wieder 18, lasse kein Spiel aus. So. Grang mit geöffnet, mit offenem Visier, aber noch nicht sofort. Ist ja meist ein Zeichen, dass da irgendwo im Viererstand eine Schwäche ist oder ein zwei Buben fehlen, sowas in der Art, würde ich mal denken. Können wir das ausnutzen? Wird sich zeigen. Oh, gut, einfach. Oder mal sowas, ne? Angst vorm Übergabe, Karo, Pik, Abstich oder Kreuzabstich. Alles nicht der Fall. Das machen wir 14. Oh, wir kommen sehr gut raus, ne? Herz 10 noch gedrückt. Wir kommen ja sehr gut raus. Sehr gut kommt ihr raus, ja. Wir sind schon in Spiel 18. Ich dachte, wir wären jetzt so in der Mitte ungefähr angekommen. Wie schnell das wieder geht. Wie schnell das manchmal geht, wenn das so eindeutige Spiel ist. Oh, Daniel hat die Nerven verloren. Ich habe wirklich die Nerven verloren, gerade weil du auch sagtest, wir sind schon in Spiel 18. Ich denke, wir können doch hier nicht in einer Viertelstunde durch sein und der ganze Spaß ist schon wieder vorbei. Wobei doch anderthalb Spiele eigentlich schon relativ lang gedauert haben, eigentlich, aber doch so viel eingepasst. Komm, dann muss der jetzt auch doppelt offen gehen. Ich habe gar nicht übel gefunden. Übrigens, Bauer Ass, wenn ich jetzt das noch richtig informiert bin, der Bauer war vor allen Dingen nicht ganz unwichtig. Dann muss der jetzt eigentlich auch mal doppelt offen gehen. Obwohl ich dir damit natürlich die Vorlage für Karo 0 Augen gebe, ne? So. Und was wollte ich mit den ersten 0 Augen machen? Ich glaube, ich wollte hier die Kreuzdame loswerden, die sowieso hier keine große Karriere machen kann. So. Und dann wollte ich mal gucken, wie es ausschaut. Geht ja so, ne? Geht so. Also immerhin wird jetzt nicht links, rechts gestochen. 45, 51. Nee, es wird nicht links, rechts gestochen. Ja, dann nehmen wir mal mit. Guck mal, mit 22 unten kann man ja auch mal 3 stechen, 35. 3 Stichen gewonnen haben, ja. Also mit 4 mit dem Abstich. Der wäre übrigens... Achso, ich musste. Ja, wir warten auf dich. 45, 55, 62. Jetzt setzen wir uns nochmal. Jetzt beginnen die Schneiderzüge, ne? Die Schneiderzüge. Du kannst, du kannst auch wegschmeißen, ist doch kein Problem. Nein, du hast doch gesagt, wir sind so gut in der Zeit. So schlecht in der Zeit. So. Du willst jetzt auf Rest spielen, was? Du spielst auf Rest. Hier, komm, ich gehe ganz rüber. Ganz elegant auf Rest spielen. Da kommst du nie drauf. Da komme ich nie drauf. Bauer Ass gefunden. Bauer 10 gefunden. Bauer 10. Ach, guck mal, ich habe geprahlt. Das war gar nicht Bauer. Gut, also
Dann wenigstens zu meinen 5 Trümpfen ohne, nein, 4 Trümpfe ohne 5 hatte ich und zweimal Ass dabei, einmal schon mit 10. Gut. Und du wunderst dich, dass, ja genau, mit den Spielen, deine teuren Spiele, die du Ich, 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 manchmal wund, verlierst. ich wundere mich, dass ich manchmal ein teures Spiel verliere. Nee, ich habe nicht gesagt, ich wundere mich. Ich habe gesagt, es ist so. Ja. Nee, komm, das machen wir auch nochmal wie Dieser Pik anders. ohne, dieser Pik damals gegen 5 Trumpf, der war ja auch so ein Teil ohne irgendwas. Herz zweimal offen. Aber deine Bauernanzahl, die stimmt auf jeden Fall. Ich komme durch die blanke Pik Dame, glaube ich, ganz locker raus. Ich habe 2 volle zu laden, Spiel einfach gewonnen. Jo, Pik steht wieder so rum. Hätte ich ihn anders wieder gedrückt. Wie das dann so ist. Ich kann auch Ass Lusche behalten. Okay, gut. Anyway, ich bin ganz kurz wieder in Führung, sogar mit den 83 Punkten. Aber Also sowas von. die Bauern, die unterstützen mich immer sehr großzügig hier. Aber das geht alles ganz schnell. Schwankt das von links nach rechts und wieder zurück. Aha. Oh Gott. Karo geschlossen mit einem Gebet an den Skatherrn. Na, da bin ich mal gespannt, was du hier für Sorgen hast. Okay, war auch ein bisschen trumpfschwach, ohne Herz gedrückt. 5 Trumpf, 4 Kreuz und Ach, du hast 4 Trumpf. Jetzt sehe ich der das ja Rest erst. ist Pik, der Rest ist Pik. Oh, Moment. So. Was Kreuz passiert? Ass gedrückt, willst du mir hier sagen, aus Was mache ich Sicherheitsgründen. jetzt hier eigentlich? Also ganz kurz mal. Was habe ich gedrückt? Was soll ja Kreuz aus? Ich spiele trotzdem mal Kreuzkönig, der kann erstmal vielleicht hoffentlich nicht verkehrt sein. König. Das ist so ein In-Between-Move, oder wie Bevor heißt du das mich da schon? später einschiebst, spiele ich den erstmal vor. Oh. Das kommt mir doch sehr. Das kommt mir nicht attraktiv genug vor, dieses Angebot. Ja, jetzt müssen doch aber volle auf den Tisch, oder? Da habe ich es Ach, klar. ich bin noch, ja, ein paar voll auf dem Tisch. Ne, weil alles andere kann ja nicht verkehrt, richtig sein. Was ist denn eigentlich mit Pik? Ja, was ist eigentlich mit Pik? Was ist denn eigentlich mit Pik? So, naja, Hätten wir so auch steht. abkürzen können, aber wenn du 4 Trumpf hast, dann willst du ja natürlich nicht abkürzen. Da muss man manchmal auch mal durchspielen. Ganz schlechter war das ja nicht. Ja, schon wieder so eine Dreiviertelmöhre. Oh. Das hätte durchaus immer noch ein Spiel sein können. Ich bin nicht ganz sicher. Was ist jetzt passiert? Oh, der sieht gut aus. Obwohl, sowas Ähnliches habe ich schon mal verloren. Ich riskiere es trotzdem, weil Daniel sagt ja, die Wahrscheinlichkeit, solche Spiele zweimal in einer Liste zu verlieren. Ja, genau. Hast du denn wieder Pik Dame gedrückt? Ich frage nochmal so. In kurzer Zeit. Ach, damals hatte ich Pik Dame gedrückt, der war doch mit 2 damals, glaube ich, den ich meinte. Ja, Ich der war habe mit 2. Dazu noch Pik Dame noch gedrückt. Naja, Ass komm. König Lusche oder so hatte ich damals, aber diesmal ist ja alles viel, viel artiger. Warte mal, jetzt können wir doch, wir können auch hier fast sogar zweimal klein spielen. Was mal, ach so, der kann dann auf die Pik drehen. Ja. Weiß ich gar nicht. Ach, komm. Ich Wir gönnen werde dir jetzt mal ein paar Stiche hier. Komm. hier mal auf die Pik drehen. Alles andere wäre ja nicht so. Wäre auch verkehrt, Alles ne? andere wäre nicht so Karo listig. 10 ist auch noch blank, sehe ich gerade. Ah, das Auge Was? fürs Detail. Fürs Detail, komm her. Ja, komm, das ist auch nicht so dramatisch. Wahrscheinlich hätte ich das Spiel irgendwie schneller gewinnen können.
Nicht so wie Nö, glaube ich ich. Aber nicht. auf jeden Fall. Hier, Glaube ich nicht. den kriegst du auch noch. So, So, da bist du letztes wieder vorne. Spiel. Rechtzeitig, wo es gleich ans Eingemachte geht, hast du die Führung wieder übernommen. So, was brauche ich denn jetzt, um hier wenigstens die 6 € für mich zu reklamieren? Ja, mindestens ein 26er-Spiel. Ne? Na, das wird man wohl irgendwie hinbekommen, wenn denn ein Spiel Deine kommt. Spiele haben einen Schnitt von 77,6, also da ist ein 27er-Spiel durchaus realistisch. Ja, gut. Mal gucken. Dann wollen wir mal gucken, ob das eins wird. Warte mal, jetzt ist noch mal geguckt. Bup, bup, bup. Ich sehe die Übergabe, ich sehe den Abstich, ich sehe den Katzenjammer und ich mache es trotzdem so. Da ist kein Abstich. Dafür wird so die Sache ein bisschen spannend. 3 Stiche kann man ja auch so rum mal gewinnen, ne? Ja. Na komm, wir wollen mal hier einmal gucken. Guck mal, das sieht so aus, als. Na, sonst wären 7 Augen Pik gekommen, glaube ich, ne? Kreuz 9 blank. Dann müssen wir wohl jetzt mal einmal Kreuz klären vorm Buben, ne? Besser ist das. Dann wollen wir mal einmal den Buben holen. Keine Also ein, die keine. Qualität, wenn du im letzten Spiel Spiele machen musst, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist doch beeindruckend. Achso, das war ja neulich im Dreierskat, genau, der 96er. Ja, ich glaube, Kreuz raus ist. Den hast du vergessen. Ich glaube, Kreuz raus ist schon jetzt besser als Pik D zuerst raus. Guck mal, du spielst ihn doch so. Mir ist doch egal. Ich habe mein Ziel erreicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Lag wieder ein Bauer? Nee, ne? Nee, Bauer nicht, Kreuz 8, glaube ich, war die Verstärkungskarte. So. Da ist der komplette Führungswechsel eingetreten. Da ist der Führungswechsel da. In die Live-Runden gehe ich jetzt mit einem ganz, ganz zarten Vorsprung. Viel ist es auch nicht, um die 50 Punkte oder 40. Rechnen wir natürlich nochmal genau aus. Ja, Genau. Mensch, hätte ich jetzt nicht die Verlängerung, ne? Aber gut, dann hättest du auch noch ein bisschen vorher getrommelt. Aber wie auch immer. Zwei, drei Spiele mehr in der Liste waren theoretisch, wenn man unter Druck gewesen wäre, möglich. Ja. Gut, Eddie, dann jetzt nochmal ein bisschen. Ja, ausschlafen wollte ich fast sagen. Bisschen Energie tanken, revitalisieren, damit wir dann heute Abend um 10 Uhr auf dem Punkt fit sind, ne? Ich muss mit den Bauern reden. So machen wir es, Daniel. Bis dahin. Bis später und tschüss. Tschüss.